rap. Lighting up the dark on a lit. Ready for the fight, do it right. I'm a champ. Finna hit another level. Turning up the bass and the treble. Fighting opposition like a rebel. Gotta make you feel it, never settle. It's getting real, boy, like Geppetto. Mega Verein zum da spielen, jetzt zweite Woche und von 80.000 Leuten können spielen. Ja, jeder Trainer hat ja den Traum, dass er mal einen Spieler hat, der es irgendwie bis in die Nationalmannschaft schafft. Und irgendwann hat sich das beim Gregi so ein bisschen angefangen abzuzeichnen. Es könnte so weit sein. Und wenn er seinen ersten Einsatz gewandt, und ich bin so wirklich kein emotionaler Mensch, bin ich mit Tränen in den Augen vor dem Fernseher gesessen. Das hat mich so wahnsinnig gerührt, weil eben als Trainer, once in a lifetime, hat man so viel Glück, dass man so einen talentierten Spieler einmal, auch wenn nur kurz, darf trainieren. Ich bin Marco Pretz. Ich habe Gregi trainiert, als er bei der F-Junior war, im FC Seefeld. Ja, der Gregi war ein sehr angenehmer Junior, sehr diszipliniert. Man hat auch gemerkt, das kommt auch ein bisschen von zu Hause her. Der Peter hat natürlich immer wieder, dass er im Goal spielt. Ich bin nicht so ein Fan von dem. Ich habe gefunden, es müssen alle ein bisschen drin und draussen spielen. Vor allem war der Gregi auch damals schon draussen wirklich ein riesen Kicker. Und ich bin natürlich froh, wenn ich auch einen draussen habe, der mal ein paar Goal schiesst. Und damals war halt die Tendenz auch noch ein bisschen so gewesen. Die nicht so stark sind, die tut man eher ins Goal, was man heute natürlich nicht mehr macht. Ihr Vater war auch Profisportler, Eishockey-Spieler beim ZSC, da wo es Klote. Er wollte eigentlich nicht unbedingt, dass ich Sport mache. Aber er hat immer gesagt, so, wenn ich es schon mache, dann soll ich es auch richtig machen. Und, ist nicht immer noch Fußball, oder? Ich habe mal mich mal probiert im Eishockey. Ich hatte anscheinend nicht so viel Talent. Ist mir gesagt worden. Ich kann es jetzt nicht so beurteilen. Ich weiß auch nicht, ob es noch ein bisschen früh war, das zu bewerten. Aber, aber gut, du bist nicht Goalie denn im Jahr? Nein, ich war auf dem Feld. Ja. Es ist relativ natürlich im Fußball. Ich bin Fred Binden. Ich war Profi-Goalie-Trainer. Mit dem Greg hatte ich die Tüte bei Grasshoppers Zürich. Es war im Winter. Plötzlich am Morgen extrem auf Schneien. Alle Mannschaften haben das Training abgesagt. Aber du weißt schon, wie Goalie sind, wir sind etwas anders. Und dann die Jungs angerufen haben, wir trainieren, die sind gekommen. Dann bist du auf der Kunststraße. Hey, es war nicht Schnee, es war so Schneepflotsch. Da sind wir so da gestanden, alle zusammen geschlottert. Die Jungs wie die Goalie-Trainer. Und dann habe ich gesagt, so, fertig Jungs, jetzt gehen wir um die warme Dusche. Und dann hat der Greg gesagt, dir hat es Binden, muss das sein? Die Trainingszeit ist noch nicht vorbei. Und du bist da gestanden, es ist gefroren und der andere denkt nur an das Trainieren. Das ist Gregi. Und darum ist er dort. Sehr gutes Elternhaus. Ich habe größten Respekt vom Vater, weil vom Peti. Weil er jeden Tag dem Jungen, auch im Wald ist, geht trainieren. Weil er jeden Tag dem Jungen gesagt hat, du schaffst es nicht. Talent ist eins. Karriere machst du nur mit Mentalität. Mit hartem Arbeiten. Und das zusammen musst du vereinen. Dann hast du das Maximum. Weil dann kommt das Talent mit der Mentalität, mit dem hart Arbeiten und dann kommst du ganz rauf. Ich glaube, das ist das, was er immer probiert zu vermitteln. Und ich sage auch, heute, Fußballkarriere, das Leben, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Ja, das ist so mit seiner Verbissenheit eigentlich, oder Beharrlichkeit zum Trainieren. Wir haben dazumal so Goalie-Camps gemacht mit Familienferien im Ausland. Greg war natürlich auch immer dabei gewesen. Und dann, wenn andere in der Body waren, haben wir trainiert, bei 30 Grad, oder? Und das machen die Jungs nach dem Training, gehen in den Indoor-Pool, gumpen dort weiter. Und er gumpet auf einen, Arm gebrochen. Und was passiert am nächsten Tag im Training? Greg steht wieder auf dem Schubplatz und will mittrainieren, trotz dem Arm im Gips. Er war für mich ein furchtloser Goalie, darum war er gut im 1-1. Aber es ist halt irgendwann mal ein Pflaster hier oben, irgendein Schramme. Manchmal hatte ich das Gefühl, dann zumal hat er lange Haare trägt. Er hat die Haare nur, dass nicht jede Schramme im Gesicht sieht nach dem Spiel. Das war für mich einfach der Adler, der gerne geflogen ist und sehr willig. Wann hat man Ihnen bei GC gesagt, das lange da eigentlich nicht für Profisport Nummer 3? Ja, sie haben so ganz gesagt, das lange nicht, haben sie nicht gesagt. Aber es war jetzt auch nicht so, dass sie gesagt haben, das lange. Es ist, ja, ich habe gerade dort, bevor ich nachher auf Deutschland gegangen bin, war so die Phase immer wieder so ein bisschen spielen, nicht spielen, zweiter Goalie.
erste Goalie, dann wieder mal zweite Goalie. Und das ist nicht wirklich gross auf mich gesetzt worden bei GC. Es hat andere gegeben, wo sie mehr gefördert haben für mich. Das ist schwierig zu sagen. Zur Zeit von Erich Vogt haben wir aber müssen sagen, Potenzialerkennung, wer wird mal Profi? Und dann kann ich wirklich sagen, ich habe eine Zettel geschrieben, ich habe dir dann noch gezeigt vom 2008, wo ich gesagt habe, das Zukunftsversprechen für GC. Oder? Und scheinbar aus Orakel bin ich nicht so viel wert gewesen, als ich den Weg gegangen bin, hat man ihn verkauft. Aber es ist auch schwierig zu sagen, man darf nicht, ich kann nicht sagen, ich habe ihn entdeckt, logischerweise. Aber der Werdegang, auch wenn er bei Hoffenheim, zuerst hatte er zwei Spiele gehabt, 6, Augsburg, Stuttgart, zweite Liga, ist immer ein bisschen schwierig. Ist das Umfeld bereit, ist ein Goalie verletzt. Aber ich glaube einfach, die Gregi mit seiner Beharrlichkeit, im Ausland sich durchzubeissen, zu verzichten, das hat ihn dorthin gebracht, wo er jetzt ist. Parallel haben Sie auch Matura gemacht. Was haben Sie schulisch? Versucht. Nicht abgeschlossen. Nein, ich bin im Sportgym. Aber ich bin eben so früh nachher auf Deutschland gegangen. In Deutschland hat es mich nachher in ein Fachabi gesteckt. Ich bin dann relativ schnell, habe ich mich wirklich voll aufs Fußball dann auch fokussiert, weil ich nachher in Deutschland war und in dem Umfeld tätig war und gemerkt habe, hey, die haben wirklich einen Plan mit mir. Ich hatte eine Chance, wirklich Fußballprofi zu werden und meinen Traum zu verwirklichen. Da habe ich nachher dort auch die Entscheidung getroffen, nachher mit der Schule aufzuhören und wirklich alles aufs Fußball zu setzen. Weil ich mir auch gesagt habe, eben, falls es jetzt nicht so klappt, muss ich mich vielleicht ein bisschen ins Frieden üben, wenn ich nachher erwachsen bin und es dann nachholen. Sie mit 16 bei Hoffenheim, völlig allein zu sein in einem fremden Land. Also das war ein grosser Schritt für mich. Wenn ich so zurückschaue, damals ist es mir gar nicht einmal so vorgekommen. Lustigerweise, ich weiß auch nicht wieso. Ich glaube, ich habe die Chancen sehr geschätzt, die ich bekommen habe bei Hoffenheim dort. Das Umfeld hat mir wirklich gepasst. Es waren super Leute, die dort waren, der Rechner. Wo jetzt bei Bayern ist, der war damals dort mein Goalie-Trainer, der mich auch dort geholt hat. Und er hat mich extrem gefördert, hat super auf mich geschaut, hat mir mega geholfen mit meiner Karriere. Ich schätze Michael auch als Mensch, weil er so eine direkte Art hat. Er hat aber auch eine Art, und sich auch will immer den Spieler, also den Goalie, auf ein neues Level aufbringen. Ich habe auch Methoden gesehen, die ihn definitiv geprägt haben im Sinne von positiven Reizen, die er immer gesetzt hat. Plus, er war auch immer einer der grössten Förderer von Greg. Das ist definitiv so. Und das ist auch der Weg, glaube ich, den er mit Greg mit der Mentalität gegeben hat, damit er auch dort ist, wo er heute ist. Mich hat das auch sehr beeindruckt. Die Karriere, die er nachher gemacht hat, wie jung er auf Deutschland gegangen ist. Ich habe nicht mehr mitgelegt. Mit mir hat er immer leid. Oder? Das war so ein Teenie. Und dann dort Hoffenheim, Bundesliga, Haifischbecken und so. Mir hat es immer gedauert. Oder? Es hat mir immer leid, also, dass er jetzt da so mitfighten muss. Aber er ist seinen Weg gegangen und hat das durchgezogen. Sehr beeindruckend. Der erste Profivertrag, den er unterschrieben hat bei Hoffenheim, den hat er eigentlich uns eingeladen, in so einem kleinen Familienkreis, und ich war dort dabei als erster Goalie-Trainer. Und das finde ich, das ist die Bodenständigkeit. Weißt, egal, hast du einen Vertrag, bist im Zentrum und bist vor Fernsehen, du weißt, woher du kommst und du denkst an Leute. Und das ist für mich so eine Geschichte, so verzerrt. Sind Sie in der Gastfamilie oder allein gewohnt? Ich war zuerst in der Gastfamilie und dann bin ich relativ schnell dann in eine eigene Wohnung gegangen. Also WG mit einem Mitspieler. Keine WG-Party, nicht eine? Nein, tatsächlich nicht. Nein, wir hatten eine Nachbarin, ohne daran, die hätte es auf gar keinen Fall zulassen, dass wir irgendetwas machen. Die war sehr empfindlich auf vieles. Als Kleiner siehst du es natürlich nur im Fernsehen und so ein bisschen in den Medien. Und zum dann wirklich mal mit denen daten. Alter, was geht denn ab? Was war denn da los? Alter! Und dann hat mich einer angehupt, ich wollte schon verrückt werden. Und dann habe ich mich umgedreht und dann hat der Gregi so entschuldigend gewunken. Da habe ich wahnsinnig herzlich gefunden. Was ihm auch wichtig ist, eben noch schnell das Schwätzchen halten mit mir. Alles gut. Die Karriereplanung von Greg, das war ein wichtiges Element für Gregor, für die Familie, für den Vater, aber auch für mich.
Wir haben das sehr bedacht gewählt. Wir haben auch müssen fighten. Wir haben gegen Windmühlen kämpfen, das kann man auch so sagen. Wir haben bewusst auch gewisse Reize setzen führen, die uns auch in gewisse Stresssituationen gebracht haben. Ja, klar. Die Karriere, wenn man so anschaut, ist natürlich. Es ist, also jeder Schritt ist auch bewusst immer so gemacht worden, von uns als Team auch. Als ich bei Hoffenheim noch auf der Bank gesessen bin, haben wir uns angeschaut, relativ bewusst, hey, was können wir machen, was für Optionen gibt es. Ich habe gerade gesagt, ja, Nummer 2, nicht angefangen, Nummer 2, nach 3 Monaten Zeit zu mir, Leute und Philipp, ich kann nicht mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe das gesagt. Ich kann nicht mehr, ich bin besser im Training. Ich merke, ich müsste spielen. Ich habe gesagt, Greg, mach weiter. Ich schaue nach Optionen. Für mich war das Wichtige, im Goal zu stehen, können zu spielen, die Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, das Goal ist das Wichtigste, einfach die Erfahrung, die du hast. Und dann haben wir alles gemacht für die Option Augsburg. Wir hatten das Problem. Das Problem ist ganz einfach. Hoffenheim will nicht verkaufen, weil sie das Talent kennen, wissen. Sie wollen nicht abgeben eigentlich. Und sie haben am Winter geschweige, dann haben sie am Winter gar nicht gehen. Dann haben wir alles dafür getan, damit wir den Jungen zu Augsburg bekommen in einem Abstiegskampf für ein halbes Jahr. Ich freue mich riesig, hier zu sein. FC Augsburg ist ein geiler Verein. Ja, wie gesagt, die ist jetzt über die Bühne gegangen. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist eine riesen Herausforderung für mich. Keine einfache Situation, dort in den Abstiegskampf zu gehen, so in der Mitte der Saison. Er konnte bleiben, er hat auch drei, vier andere Angebote aus der ersten Bundesliga. Nur Hoffenheim hat uns gesagt, wir verkaufen nicht. Und wir sind dort gestanden und ich habe so gedruckt, wir haben keine Chance gehabt, dass Greg verkauft wird. Das heisst, wir müssen umdenken. Umdenken im Sinne von, was machen wir jetzt? Sie haben gesagt, er sitzt hier ein Jahr auf der Bank, geht ablösefrei, dann kein Problem. Das ist die Aussage O-Ton. Wir wollen ihn nicht holen, wir wollen ihn nicht verkaufen. Oder wir verlängern und wir lehnen ihn nochmal aus. Okay, fair enough. Und dann bin ich gekommen, kein Bundesligist, erste Bundesliga, hätten wollen auslehnen. Weil die haben gesagt, ich bilde doch nicht für den Gregor Kobel aus, für Hoffenheim. Dann sind wir gekommen und haben ganz klar die Option, habe ich Sven angerufen. Ich sagte, Sven, mein Zitat, Entschuldigung, der damals Sportdirektor vom VfB Stuttgart. Sven, wie sieht es aus? Stuttgart hat ganz klar das Kader und die Devise gehabt, wir müssen aufsteigen. Wenn ich die zweite Liga dort zu dem Zeitpunkt, wenn dort alles war, war Stuttgart eigentlich das Bayern München gewesen, von der zweiten Liga, wo eigentlich muss aufsteigen, sei es von dem Spielerprofil, sei es vom Club her, vom Renommee und vom Finanziellen. Und ich habe mich nachher aber bewusst für Stuttgart entschieden. Es ist ein Traditionsverein, auch nochmal ein sehr grosser Verein gewesen, schon damals. Wo natürlich nachher eine andere Situation war, wo du alle Spiele musst gewinnen musst. Ähnlich wie jetzt, einfach in einer anderen Liga. Super Erfahrung für mich gewesen dort, wir sind aufgestiegen. Ja, ich habe den Peter und den Greg immer gelöchert und immer gesagt, hey, bringen wir mal ein Libri, das wir da irgendwie bei uns im Clubhaus aufhängen. Und der Peter war immer sehr streng gewesen, der Vater. Er hat gesagt, erst wenn der Gregi mal etwas gewonnen hat, dann bringe ich euch gerne ein Liebli. Und eine Woche nachdem ich mit Stuttgart aufgestiegen ist, stehe ich auf, habe wieder die Zeitung rausnehmen aus dem Briefkasten. Und dann ist das Liebli drin gewesen. Und hat noch zwei Paar Schuhe dazu getan, Goalie-Händchen. Und bei den Goalie-Händchen war ganz lustig, so ein Prototyp, not for sale. Und wir konnten den einem von unseren Goalies als Preis überreichen, Ende Saison. Und das war natürlich fantastisch gewesen. Ich hatte eine brutale Freude gehabt. März, April habe ich Hoffenheim gesagt, das Thema ist für uns erledigt. Entweder Baumann oder Kobel. Es gibt keine Laien mehr. Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Wir haben das zweimal mitgemacht, machen es kein drittes Mal. Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Interner Kampf mit Hopp, hat man mitbekommen, es sind ein paar Köpfe geholt. Haben wir so alle, die intern für Kobel waren, ein paar gegen den Hopp, haben gesagt, nein, wir können den Baumann nicht so absagen. Er ist ein verdienter Spieler, ist seit 10, 8 Jahren da. Wir müssen bleiben beim Baumann. Und dann ist das leider die finale Phase gekommen, das Verhandeln mit Hoffenheim. Ich habe selten in dieser Form erlebt, dass es so knarzig war. 4 Wochen haben wir hin und her verhandelt und am Schluss musste ich den Mediator spielen zwischen den zwei Vereinen, weil sie einfach links und rechts unglaublich töpfelschiessenmässig nicht an einer Lösung. Und es hat an Peanuts gefehlt. Wer wie viel Geld und was und Bonus jetzt bekommt. Am Schluss haben wir es anbekommen. Wir haben sie komplett challenged. Wir sind face to face gegangen. Und er hat gesagt, sag ihm jetzt, dass er das nicht wert ist. Oder sag ihm, dass du das jetzt nicht zahlst. Ich konnte nachher fest zu Stuttgart gehen. Wir waren dort in der Bundesliga. Nachher das Jahr hatten wir ein gutes Jahr.
so nach dem Aufstieg. Für mich persönlich ist es super gelaufen. Und, ja. Ich glaube, mir persönlich, weil ich doch auch Spieler war, mir ist eine Sache immer wichtig. Wir agieren und wir reagieren nicht. Das heisst, Karriereplanung, vor allem bei einem Goalie, auch Feldspieler, aber vor allem bei einem Goalie, musst du ein Jahr vorausdenken. Ich habe genau gewusst, dass das Jahr zweite Liga, Meister geworden, Drucksituation, muss aufsteigen, ich muss unbedingt, ich muss Leistung bringen, ich muss performen. Der Reiz, Abstiegskampf, hat einen komplett zu einem anderen Mensch. Dann Bundesliga-Saison, sehr gut gespielt, wirklich. Mai, Juni, Juli, bin ich schon vorstellig geworden bei den Clubs. Wo ich das Gefühl habe, was ist der richtige Schritt? Haben wir das aufgeleistet? Was ist der nächste logische, richtige Schritt? Und ich habe gewusst, dass Dortmund sich verändern will. Und ich habe gewusst, dass Dortmund sucht nach einer langfristigen Lösung, wo sie wissen, der macht uns besser. Das ist ein Game Changer. Und ich habe das im Juni, Juli schon aufgeleistet für ein Jahr danach. Gespräche hat schon dann Oktober, die ersten. Es ist ein mega Verein, um hier zu spielen, jedes zweite Wochenende. Von 80'000 Leuten können spielen. Und ja, einfach so ein bisschen die Geschichte, die sie mitbringen, die Atmosphäre, die da ist, und einfach die Möglichkeit, wirklich auch international immer können auf Top-Niveau auch mitspielen. Du siehst da Inspiration noch, gell, wie ich gesagt habe. Nicht nur im Trainingscenter, auch da. Wichtig. Dortmund ist ein spezieller Verein für die Schweizer. Auch seit dem Stefan Schappi. Haben Sie irgendwelche Bilder von ihm mal gesehen? Ja, er war auch schon ein, zwei Mal da. Ich war ein, zwei Mal schon da. Ich habe ein Foto mit ihm gemacht. Ich hätte mich ein bisschen verwundert, aber ich weiß gar nicht wieso. Also, für mich ist es klar gewesen, dass ich jetzt ein Foto mit ihm machen will. Als wir in der letzten Runde in der vergangenen Saison den Titel verspielt haben, mit dem Unentschieden gemeint, mit dem Sieg, wären wir Meister gewesen. Ist das irgendwie der Kopf? Spieler rum oder nicht? Ja, also sowieso. Ich meine, wir sind auch keine Maschine. Du kannst nicht einfach so ein Erlebnis einfach schnell sagen, ja, okay, es war gsi und fertig. Gell? Aber eben, ich würde es jetzt nicht an dem festmachen. Ich glaube, es ist schwierig, jetzt wirklich einen Grund zu finden, an dem Lied zu setzen. So, super, danke. Sehr gerne. Ich hoffe immer auf den Greg, egal gegen wen sie spielen. Weil dort habe ich einfach eine Verbindung. Und auf der anderen Seite bin ich sicher ein kritischer Zuschauer. Weil ich schaue die Goalie-Wesen natürlich so an und bin sehr kritisch. Du bist immer noch, weißt, wie früher als Trainer, du hättest hier noch können und hier noch Schritte und vielleicht noch da. Aber ja, ich kann ihnen den Erfolg mega gönnen und das macht es persönlich. Er ist ein Spieler. Ich habe selten einen Spieler gesehen, einen außergewöhnlichen Spieler, einen Mensch, der mich persönlich prägt. Auf den Sinn von Mentalität, nebst einem grossen Talent. Mentalität auf eine Sache. Jeden Tag alles dafür tun. Er hat eine Persönlichkeitsentwicklung, einen Athletikcoach, Osteopath. Er macht sich jeden Tag Gedanken, er trainiert zweimal pro Tag. Er kennt nur Fußball. Er will immer das Beste, jeden Tag. Komplett. Und er macht alles dafür. Als Teamsportler willst du immer Erfolge haben als Team. Wir sind in der Champions League, haben wir sicher eine sehr, sehr gute Ausgangslage jetzt mal, und auch sehr gute Erfolge schon bisher gehabt. Als 3-2 gekommen ist, da war es ziemlich laut gewesen, ja. Ich glaube, das war mit das Leuteste, was ich bis jetzt hatte. Ja.
Sabitzer. Und Füllkrug! Dortmund wieder da! Die letzten 20 Minuten dort war mega stimmig. Sind Sie so vor so Spielen noch nervös oder hat man das abgeleitet? Sicher, ja, sowieso. Ich glaube, du bist vor den meisten Spielen nervös. Es geht, geht ein mehr darum, wie du natürlich auch damit umgehst. Gell? Das ist so ein bisschen das Schwierige, was du lernen musst in der Karriere. Aber mittlerweile gehört das zu der Routine dazu. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn das Wort Wembley hört? Wäre eine riesige Sache natürlich. Klar träumt man auch davon, dass man dort in so einem Spiel auf dem Platz stehen kann. Es ist vollbracht! Ein Abend fürs Geschichtsbuch! Das war das, wo man auch schon als Kleinnehmer geträumt hat, in so einem Spiel auf dem Platz stehen, um so Titel mitspielen. Der Traum trägt gelb. Borussia Dortmund im Finale der Champions League. Ich habe sehr viel vor, jetzt noch mit dem BVB.